Wir sind jetzt auf Koh Phangan. Nach einer 12-stündigen Fahrt sind wir jetzt endlich in unserer 4. Unterkunft angekommen und die ist richtig, richtig mega geil. War auch ein bisschen teurer. Hier, das ist unser Ausblick, das ist unser Pool und hier drüben ist das Meer. Und hier kommt man hoch, hier ist eine kleine Garderobe und auf der anderen Seite so eine Art Terrasse. Da haben wir auch drin so Polster, die wir uns hier herlegen können und dann können wir hier so eine Runde chillen. Und dann kommt man hier rein durch die Schiebetür und das ist unser Bett. Wir sind jetzt auf Koh Phangan und laufen hier ins Meer hinein und es scheint einfach unendlich weiterzugehen. Wir waren gerade auf der Suche nach dem schönsten Strand, den man zu Fuß von unserem Hotel aus erreichen kann. Und ich glaube, wir haben einen der schönsten gefunden. Das hier ist unser eigener Strand vom Resort.
Also wir haben unseren Bungalow jetzt nochmal gewechselt, weil wir gestern den ganzen Tag unterwegs waren und wir hatten ja für die erste Unterkunft 40 Euro pro Nacht bezahlt und das war uns dann ein bisschen zu viel, um einfach nur noch dort zu schlafen. Und jetzt haben wir hier noch eine gefunden, die auch in der Nähe vom Pier ist. Das bedeutet, wir laufen da jetzt 5 bis 10 Minuten und dann sind wir schon an der Fähre, weil wir ja heute nach Koh Tao möchten. Und genau für die Unterkunft, in der wir jetzt gerade sind, haben wir einfach mal 10 Euro pro Nacht bezahlt.